schwachen Magen wirst du dieses Video vermutlich nicht sehr gut vertragen. Bist du noch keine 18 Jahre alt, dann bist du zu jung, tut mir leid. So, hallo, da sind wir wieder. Ja, das ist Dead Rising 2, also nicht dieser neue Teil Dead Rising 2.2, ich weiß nicht, Off the Record oder wie der heißt. Das ist es nicht, es ist der normale zweite Teil. Der kommt vielleicht ein bisschen überraschend, ich fange den jetzt an. Ich habe mir nämlich gedacht, irgendwie, erstens mal hatte ich Lust drauf, zweitens habe ich mir gedacht, so quasi als Vorschau auf Dead Rising, dann Dead Rising Dead Island, wenn ich dann mal endlich dazu komme, das zu spielen. Ich bin noch immer nicht dazu gekommen, es zu spielen, und wenn ich dann mal das Let's Play mache, wird es wahrscheinlich ein Blind Let's Play werden. Außerdem, wenn mir dieser Teil gefällt, spiele ich vielleicht Off the Record oder wie es auch heißt, auch noch. Keine Ahnung, wird sich weisen, ob mir das gefällt oder nicht. Ich bin allerdings da guter Dinge, dass mir dieses Spiel gefallen wird, denn erstens mal Zombies, klarer Kaufgrund, ist für mich ist so ziemlich das beste Monster, das die Menschheit erfunden hat, nicht zuletzt, weil es der Menschheit ziemlich ähnlich ist. An zweiter Stelle kommen bei mir dann Einhörner. Einhörner sind so Teufel mit nur einem Horn. Und ja, okay, sie kotzen Regenbögen statt Flammen, aber ja, egal. Zombies sind auf jeden Fall immer ein Kaufgrund. Zombies sind einfach awesome. Außerdem ist dieses Spiel eher lustig gehalten, so wie ich das verstehe zumindest. Ich habe es ein bisschen angespielt. Und das ist mal eine nette Abwechslung, glaube ich, denn Silent Hill ist eher bedrückend, sollte es zumindest sein, für mich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht ist da irgendjemand, der das bedrückend findet. Obscure soll ein bisschen bedrückend sein und Morrowind ist momentan irgendwie storymäßig, es ist nicht mehr so funny irgendwie, wird immer ernster und dramatischer, und ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal eine nette Abwechslung. Außerdem, ich bin bald fertig mit meinem Gequassel, ich will das nur loswerden. Ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Ich habe nämlich keine Xbox und keine Wii. Und ich habe auch nicht vor, mir eine anzuschaffen. Eine Wii vielleicht mal. Aber momentan nicht. Deswegen kenne ich den Vorgänger leider nicht. Was mich auch dazu bewegt hat, dieses Spiel zu kaufen und zu spielen, ist, dass Keiji Inafune, oder auch Inafking genannt, bei diesem Spiel, glaube ich, Produzent ist oder war. Je nachdem, wie man das sagen will. Der Mann hat bei Mega Man, bei Resident Evil, bei Street Fighter und bei DuckTales mitgewirkt. Und zwar als Produzent, als grafischer Designer und Charakterdesigner. Das waren alles ziemlich gute Spiele. Und ja, das kann gar nicht so schlecht werden. Zombies und Inafking kann man eigentlich nicht verhauen. So, das ist das Spiel, das ich schon angefangen hatte. Wir starten allerdings natürlich ein neues. Ja, ich habe auch keine Ahnung, was in der Story des ersten Teils passiert ist. Von daher kein Plan. Aber ich denke, dieses Spiel steht hoffentlich auch für sich alleine. Sign this release form before you go out there. Oh, and don't forget to include your next of kin. Her name is Katie. Can you take her somewhere safe? Yeah, I'll take her to the green room. Go with the nice man, Katie. Don't worry. I won't be long. Okay, hier hatten wir mal
Wow, was hat denn der da am Motorrad? Hier hatten wir mal zwei relativ cheape Name-Drops. Sie hätten ihn auch genauso gut hinstellen können und sagen, mein Name ist Chuck und das ist Katie und ich fahre ein Motorrad. Und ja, aber... Okay, das ist also Chuck Green, unser Hauptcharakter. Er sieht schon mal ziemlich cool aus und er fährt ein Motorrad. Sympathischer Kerl. Also der Typ neben ihm hat eine ziemlich hässliche Matte, muss ich sagen. Hey, Buddy. I heard you lost your wife in Vegas. I guess you suck at killing zombies, otherwise she'd still be around. Oh, fucking douchebag, man. Save it for the show, shithead. Zombies took our Willamette. They took our Las Vegas. But tonight, America, we're going to get a little payback. Und der Voice Actor von diesem Tyrone King ist scheiße. Ich weiß nicht. Scheiße ist vielleicht übertrieben, aber ich finde nicht, dass der das gut rüberbringt. Well, America, are you hungry for a little terror? Because tonight, we're gonna give it to you. I've been poking these zombies all week, and man, are they pissed. Contestants are almost ready, so let's send them a little message. You gotta be willing to risk it all if you're ever really gonna. Okay, wir wollen natürlich big winnen und töten deswegen jetzt Zombies. Mit unserem Motorrad. Und zwar im Wettbewerb mit drei anderen Typen. Was ich beim ersten Mal spielen schon herausgefunden habe, ist, es ist relativ offensichtlich, die Zombies mit den Ballons, die bringen mehr Punkte als alle anderen. Deswegen, also so wie ich das, in Erfahrung gebracht habe, quasi reicht es eigentlich, wenn man genug Ballonzombies erwischt. Man hat dann schon ziemlich klar den Sieg in der Tasche. Das Einzige, was hier ein bisschen blöd ist, ist die Kombination von Maus und Tastatur und das Wenden, das ist irgendwie ein bisschen dämlich gemacht. Aber ihr seht, also ich bin führender relativ weit sogar. Kein Problem, das Ganze. Ich glaube aber, dieses Spiel gibt es dann auch noch als Minispiel im Menü anzuwählen. Das könnte vielleicht ganz interessant sein im Multiplayer. So right now, let me
Ja, die zwei Damen sind ziemliche Bitches. Ich habe allerdings keine Ahnung warum, denn eigentlich wirkt Chuck mehr so wie ein Weiberheld auf mich. Und er hat ja auch nicht verloren, also keine Ahnung, was da geht. Aber gut, die mögen uns jedenfalls mal nicht. Und da haben wir schon wieder eine Cutscene. Ja, und wenn das das Big Money ist, dann hat sich das nicht so wirklich ausgezahlt. Floor and then straight down the hallway. You can't miss it. Okay, ja, wir haben hier: Chuck needs to find his way to Katie in the green room. Use the guide arrow to find the way to Katie. The guide arrow will always point towards Chuck's current objective. Wunderbar, wir haben da oben jetzt also diesen guide arrow und der zeigt uns, wo wir hin müssen. Zombie-Apokalypse für Dummies. ja, wir können hier Räume untersuchen. Das habe ich allerdings schon mal gemacht. Und soweit ich mich erinnern kann, war da nichts drin. Ich schaue hier aber nochmal rein. Was haben wir so far established? Ja, es gab mal eine Zombie-Apokalypse quasi. Die wurde aber irgendwie unter Kontrolle gebracht scheinbar. Und die Amerikaner, wie die das halt so machen, produzieren jetzt mit Zombies eine perverse Gameshow. Und es gibt Aktivisten, die dagegen ankämpfen. So, wir wollen jetzt allerdings unsere Tochter finden. Das heißt, wir laufen dem Pfeil nach. Es gibt nur diese eine Laufgeschwindigkeit, was ich ein bisschen blöd finde, denn ich bin es gewohnt, Umschalt, also Shift zu drücken, wenn ich laufen will. To save your game, visit a bathroom and relieve yourself. You can save as often as you'd like. It's a good idea to do so. Find the closest bathroom by looking for the save icon on the map. Das ist dieses S. Also am Häusl können wir speichern. Und das werden wir auch gleich tun. So, wir überspeichern mal meinen anderen Speicherstand, denn das war ja innen Test. So, Game saved successfully, wunderbar. Ja. Da vorne steht Amber. Die hat uns sicher was Tolles zu sagen. Wen haben wir denn da? Mr. Chuck Green, Terrorist Reality Star. I guess you think you're a big man now. Es ist ein bisschen blöd, die Texte verschwinden sehr schnell und manchmal kann ich sie nicht mal auf Englisch rechtzeitig lesen. Well, I bet nothing about you is particularly big. Or maybe you just don't ride much. Go on, Chuck, take the money and run. Okay, das war's. Tja, sie verarscht uns. Wie gesagt, keine Ahnung warum. Chuck, ich würde jetzt sagen, ich meine, er hat vielleicht ein, ja, steinernes Gesicht, sage ich jetzt mal, aber keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass der gute Chuck auf Frauen nicht so unattraktiv wirkt. Gut, ich würde sagen, bevor wir irgendwas anderes machen, denn beim Aufzug kommt eine Cutscene, werden wir hier einen Schnitt machen. Das ist eine relativ gute Stelle, denke ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo wir dann weiter nach Katie suchen. Bis denn.